Gut, also das sieht doch gut aus. Dann können wir jetzt im nächsten Teil uns mit der Burgruine beschäftigen und Industrie hier ergänzen. Und hier können wir vielleicht in Segerod auch noch ein bisschen was machen. Ich gucke gerade mal die Technische Universität, 1500 Schüler. Medizinisch, die ist echt schon gut voll. Wir können hier nur Erweiterungsflügel setzen, das kann nicht schaden. Das gibt noch mal mehr. Das ist Klinik, was macht die? Gesundheit verbessern. Da haben wir Platz, das ist gut. Und dann haben wir hier noch die Forschungsarbeit erhöht die Abschlusschancen der Studierenden. Okay. Das muss irgendwie hier so ran, das passt nicht. Bei der Universität haben wir noch einen Erweiterungsflügel. Universitätsbibliothek. Die können wir hier hinten hinsetzen. Da müssen nur ein paar Fußwege weichen. Was macht die denn überhaupt? Verbessert die Abschlusschancen und wir haben ja noch ein Universitätsbau. Ist ja riesig. Riesig. Die Bibliothek, die muss direkt dran. Kann sie eigentlich nur hier hinter. Okay, also einmal Gelände. Und so, einmal Gelände. Die ganzen Fußwege müssen leider alle weichen. Für den Universitätsbau. Das ist ja eh nur in Anführungszeichen nur Optik. Das ist ja spieltechnisch. Spielt es ja überhaupt keine Rolle. So ein kleines bisschen schade ist natürlich. Also, Moment, Schritt für Schritt erst das hier machen. Also, hier hinter der Perlenstraße kommt jetzt die Bibliothek. So, gucken wir mal, wie sieht die aus? Oh. Sehr gut. Wir können dann den Fußweg hier wieder platzieren. Kann nämlich dann hier hinten rum. Das geht, ja. Komme ich da durch? Keine. Magnetischen Hilfslinien und dann kommen wir da auch dran. Hier fehlt auch noch die Verbindung. Also hier hoch, bitte. Ah doch, hier laufen noch, habe ich falsch gesagt. Da läuft doch jemand. Moment. Dich will ich sehen. Wo bist du hin da? Kalentha Grün geht nach Hause. Seniorin. Aha. Reich, 3. Oktoberstraße. Na, ganz so sinnvoll ist es nicht. Wo ist hier die 3. Oktoberstraße 43? Okay. Wohnt direkt. Seniorin wohnt im Studentenwohnheim. Okay. Das nehmen wir mal so hin. Also Fußwege. Nehmen wir euch wieder alle Hilfslinien mit. Bisschen von oben gucken. Okay, hier sind wir auch dran vorbei. Warum staut es sich da hinten?
Okay. So, das ist prima. Dann können mich hier für die Studierenden auch noch mal ein bisschen was platzieren. So machen wir hier eine Grasoberfläche. Da machen wir alle Hilfslinien aus. Decken das unter dem Fußweg. So. So, wo haben wir denn hier so ein paar schöne Swimmingpool? Das gibt es sicherlich nicht. Grill. Das ist doch gut. Was haben wir hier noch? Pergola. Hier solche Dinger noch hin. Das ist doch ganz hübsch. So, Moment. Ja, müssen wir nicht drehen. So müssen wir nicht drehen. So. Was haben wir hier noch? Spielhaus, Spielhaus, das brauchen die nicht. Whirlpool. Da träumt man vielleicht von. Eine Wippe gibt es auch nicht. Vielleicht können wir hier nochmal so zwei Gewächshäuser hier machen. Quasi so als studentische Projekte. So, dann haben wir hier paar Sitzmöglichkeiten. Was haben wir hier noch? Automaten, Zeit, Eisautomaten. Das ist natürlich sehr lustig. Besser. Bierfass oder was soll das sein für die Studierendenschaft? Das brauchen wir nicht. Das kennen wir jetzt schon. Bänke. Die Zeit nehmen wir uns hier noch so ein bisschen. Mülleimer. Machen wir mal zwei Imbissstände hin. Oh, das ist doch auch eigentlich ganz, ganz hübsch hier. Hinter der Bibliothek, da kann man die Zeit noch sehr sinnvoll nutzen, das. Das ist doch gut. Gut, Moment. Mal eben eine Sache checken. Okay. Fehlt noch die Fußgänger. Okay. Bis zum Ende sehe ich gerade. Okay. Das ist so, da muss ich sagen, da ist auch noch ein Update nötig. Colossal Order, dass das hier permanent so komische Sachen macht. So, der Passagierzug ist nicht wirklich voll. Ich kann nicht weniger als zwei Fahrzeuge auf die Strecke schicken. Okay, also Hüls sieht gut aus.
Türen sieht gut aus. Was haben wir jetzt hier noch? Werkstatt aufwerten. Das ist einfach so zu machen. Erweiterungsflügel. Ja, komm, was soll der Geiz? Okay, das passt hier nicht hin an unser Klinikum. Gut, wir können aber jetzt den Teil müssen wir jetzt auch noch füllen. Ich check erstmal wieder das Gelände. Oh Gott. As expected, das ist hier schon wieder sehr anspruchsvoll. Vielleicht können wir zumindest von hier aus kommend. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Von hier aus. Hier hin. Das und dann hier glätten. So, und dann ziehen wir nämlich hier die Straße durch, die dann aus Hülz kommt. Das soll ruhig eine normale Straße werden. Wo wir hier reingehen, denn hier ist schon eine zentrale Straße hier, ne? Wo haben wir denn hier den Anschluss? Da, 90 Grad. Okay. Da kommt auch nicht viel hin, da kommen wirklich nur mittlerer Dichte. Das geht aber nur, wenn wir es zwei Reiche machen. Denn sonst wären das wieder so Riesenhäuser. Auch das gefällt mir eigentlich nicht ganz so gut. So, und dann können wir hier hinter nochmal lang. So, die Reihe machen wir gar nicht erst voll, aber hier können wir. So, wie groß werden die jetzt hier? Dessen, die sich bilden, ziehen wir das hier noch ein kleines bisschen weiter. So. Und dann hier die Möglichkeit, das ein bisschen auszufächern. Da muss auch noch ein bisschen mehr Abstand her. Dann können hier noch mehr von denen hier platzieren. Da machen wir mit Geschäften. Hier entlang. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann hier Vierertiefe. Bei den Reihenhäusern. Ja, das ist gut. Park. Denen da sind kleine Parks. Hier können wir noch mal so, wir hier hochkommen. Du gehst weg. Dafür versuchen wir mal von hier aus und da nach da zu kommen. Das ist steil, aber das ist so.
12% Steigerung. Okay. Da muss man mit dem Fahrrad ordentlich strampeln. Der Park ist aber auch gut besucht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir können auch von hier aus nochmal die Verbindung hierhin machen. Gerne bis an die Straße ran. So, das geht. Und passt das denn hier? Wir könnten hier vielleicht, ich glaube, hier ist ganz sinnvoll, wenn wir hier eine asymmetrische Straße haben. 5-spurig asymmetrisch. Von hier aus hierhin. So, da habe ich bisher auch quasi nicht drauf geachtet, dass man hier mal ein bisschen besser darauf achten sollte, die bei den englischen Content Creator heißt es ja dann immer Line Mathematics. Ich sage mal hier Spurmathematik. Kann man es irgendwie auf Deutsch übersetzen? Diese. Ja, gut, hier die Perlenstraße natürlich auch fies, ne? Die hat natürlich gar nicht genug Spuren, weil ich hier diese Busspur habe. Das ist so. Oh, ich glaube, die Höhe hier geht aber von den Zweier Gebäuden. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Kurz mal was checken. Upsala, das wollen wir nicht. So. Ja, dann noch ein paar Bäume. Die passen, glaube ich, hier ganz gut dazwischen. Auch hier brauchen wir noch welche. Da ist die Frage, was machen wir hier noch? Das ist so ein bisschen verloren, ne? Komme ich hier senkrecht weg? Komme ich? Beschweren sie sich natürlich wieder, weil man macht wieder alles kaputt. So, Kreisverkehr hier, Kreisverkehr dort. Und dann Reihenhäuser. Zack. So, wie ist denn jetzt hier? Das funktioniert so ganz gut mit der Spurmathematik. Zum Beispiel viele, die dann da einfach gerade einziehen. Das ein bisschen beachten. Ja. Also hier, wo ist denn die? Da ist die A40.
Wir mal ein paar Fichten hin. Auch noch irgendwelche Kiefern, genau. Ein bisschen was Immergrünes. Komm mal über die Perlenstraße rein. Das ist nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber gut. So, da können wir auch mal ein bisschen was machen. Okay, dann hier auch wieder etwas auseinander ziehen den steilen Hang. Gut, wir gucken. Das sieht hier gut aus. Dann gibt es wieder Probleme mit dem Müll an der. Was ist hier für ein Problem? Keine Fahrzeuge. Achso, wir brauchen hier. Wir brauchen hier mehr Busse. Wo ist unser Busdepot? Hier. Das können wir beliebig erweitern. Das ist gut. Dann setzen wir hier direkt einen dran. Ah, das war es dann aber auch schon. So, wie haben wir denn jetzt? Zimmer 65. Alles klar. So, dann werden wir jetzt hier auf der Seite nochmal ein paar Jobs schaffen. Denn, gucken wir nochmal, 6% Arbeitslosigkeit. Was wir eigentlich nochmal gucken wollen, ist jetzt mal die Sondergebäude. Gucken wir die mal eben durch. Was haben wir hier? Popmusiker, der könnte hier noch einziehen. Und Vertigo Square. Dann haben wir bei den Gemischten den Garten des Epikur. Wir haben hier noch die Treibstoff- und Fabrik und die Ölraffinerie. Theaterschauspieler, Wellenturm, Bildhauer, alte Fabrik. Da kommen wir irgendwann auch hin. Königliche Villa. Uferwohnheit mit geringer Dichte, 25.000 Zellen. Okay. Figura-Gebäude, Lido Square. Ja. Okay. Also wir werden jetzt hier erst nochmal die Industrie anpassen. Heißt also Gelände. Korrekturen. So, ich möchte hier durch. Die Kirchenstraße soll durch. Wir pausieren einmal. Damit ich hier geradeaus durchfahren kann. So, halt. Gerade Straße, keine gebogene. Und 90 Grad, perfekt. Was haben wir gesagt? Normale Zuggleise. Klappt das hier? Wie sieht das hier aus? Kurzer Check. Boah, ist knapp, aber geht. Damit habe ich jetzt nicht so ein großes Problem. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das jetzt hier am geschicktesten machen. Wir hier die Höhe nicht nehmen. Das Gelände hier einebnen. Wie sieht das denn aus, wenn ich von hier aus komme? Hierhin. Ah, das geht doch gut. Na, so wollen wir das haben. Und dann bleiben wir noch auf dieser Höhe. Ziehen das ruhig bis hier vorne. Insel vergrößern.
schneller geht. Da die Verbindung, das wird natürlich den Verkehr hier erhöhen. Ich überlege, ob wir nicht noch hier an der A40 irgendwas machen können. So, halt, Zeit kann weiterlaufen. Das ist hier übrigens auch die 40, mein Freund. So. Das passt schon mal. Wir nehmen hier diese Höhe. Ein bisschen weiterziehen, damit ich hier geradeaus durchgehen kann. Ist, was wir hier noch so an Besonderheiten machen. Oh, wir haben was Neues. Witschon. Witschon. Von bescheidenen Tusse bis zur selbstorganisierten Sockenkommode. In dieser Fabrik wird alles hergestellt, was man an eine Steckdose anschließen kann. Ach, Switch on. Ja, jetzt habe ich es. Dankeschön. Wo ist denn das Switch on hier? Gewerbe. Okay, wir brauchen noch mehr Gewerbe. Da, wie groß bist du denn? Würde ich direkt hier platzieren, oder was? Als Elektrounternehmen? Wieso nicht? Wir machen auch Folgendes. Wir gehen hier geradeaus weiter. Pause. Und dann kann ich nämlich hier diese Straße durchziehen. Das passt. Also. Nicht ganz. Aber fast so. Autobahn. Die ist hier zweispurig. Hier auch zweispurig. Och, was hat er hier? Das ist doch eine Autobahn zweispurig, oder? Da, hier ist das. So, besser. Und die Biene noch. So, das ist natürlich hier Quatsch. Das kommt alles weg. Ne, das müssen wir wegebnen und dann glätten. Also nochmal. Halt, stopp, stopp, stopp. Was habe ich denn jetzt? Och, hat er die jetzt bis hier hinten weggemacht? Och, das kann nicht wahr sein. Tja, dieses Spiel kann einen manchmal in den Wahnsinn treiben. So, dann gucken wir mal. Ist er mit dem Kurventool? Also 180.
So, das hätten wir und jetzt 180. Das mag er noch nicht. Dann müssen wir es hier einmal geradeaus rüber. Und jetzt findet er hoffentlich die Hilfslinien. Da war sie. Ja, und jetzt machst du sie nicht weg. Das ist echt nervig. Also, wir ziehen sie noch etwas weiter gerade und gehen jetzt hier in so einer schönen Kurve rum. 80. Zack. Bei der Verbindung hier haben wir alles und dann müssen wir die Autobahn hier noch mal umdrehen, sonst haben wir hier ein Problem. Zack. Hier genauso. Weiter geht's. Ja. Das ist okay. Hier kommen wir nicht durch, ne? Hier ist Ende leider. Straße hat aber auch gar keine Bedeutung, sehe ich gerade, deswegen kann sie weg. Mist. Hier haben wir ein Problem mit Müllverschmutzung. Dann muss ich hier Gewerbe ansiedeln. Das liegt hier an dieser Industriemüllanlage. So. Also, hier gehen wir geradeaus weg. Hier machen wir so ein paar Verbindungen, die können wir dann nämlich ganz gut anfassen und verschieben. So, bisschen mehr Platz. Kurventool. Eins. Da müssen wir wieder Hilfslinien einzeichnen. So, Kurventool. Geradeaus. Hilfslinie finden. Anschließen. Geradeaus, Hilfslinien anschließen. Könnten vielleicht hier nochmal ein paar neue Servicegebäude auch noch ergänzen, so Parkpflege und solche Sachen. Ich glaube, das ist auch noch ganz sinnvoll. So, 90 Grad, Hilfslinie, Anschluss fertig. Dann habe ich nochmal so ein paar Querverbindungen. So, ein bisschen aufpassen, dass diese ganzen Gebäude auch hier hinpassen. Auch hier haben wir nochmal Möglichkeiten, was zu platzieren. Zack. Okay. Gut, ja. Den Bahndamm, der gefällt mir auch ganz gut. Der schützt nämlich dann so ein bisschen.
vor allem. So, jetzt mal gucken, was brauchen wir eigentlich alles an Tools? Wir haben hier nochmal Straßendienste, dieses Straßen. Depot, das kommt hier hin. Dann haben wir noch dieses Marktpflegedepot. So, dann gibt es hier, was noch fehlt, ist der Katastrophenschutz. Verwaltung haben wir noch nicht. Achso, da wäre nochmal die Frage, ob wir noch was kaufen müssen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Im Strom gucken wir gleich auch nochmal. Das haben wir alles. Seuchen. Gesundheitsforschungsinstitut, ja. Alles. Geologisches Forschungsinstitut. Hubschrauber. Notunterkünfte brauchen wir nicht. So, Polizeihauptquartier haben wir schon. Gefängnis. Ne, wir brauchen jetzt mal Sozialamt, machen wir. Polizeihauptquartier. Gefängnis. Rathaus, Zentralbank finde ich ganz gut. U-Bahn können wir freischalten, Wasser können wir freischalten, Luft können wir freischalten. Touristenattraktion machen wir noch nicht. Radiosatellitenbrücke machen wir auch noch. Okay, aber aufpassen, dass wir hier alles machen können. Das war vielleicht ein bisschen viel gekauft. Hier gibt es dann aber bei der blühenden Metropole gibt's wieder das nächste. Was haben wir denn hier? Ja, okay. Also, Krankenhaus haben wir schon. Ich glaube, bei den Katastrophendiensten. Feuerwehr, Schrauberdepot. Gibt doch hier. Ne, das möchte ich nicht. Es gibt auch dieses Strom ist es auch nicht dabei. Wasseraufbereitungsanlage nicht. Ich suche gerade eben. Dann gibt es hier, hier ist noch dieses Postamt. Ich suche bei diesen Katastrophen, oder ist das bei City Skylines 2 noch nicht verfügbar? Diese Katastrophen anhand, dass die dann selber die Gebäude reparieren. Ich dachte, das gäbe es hier auch schon. Bilde ich mir gerade ein. So, Gefängnis brauchen wir nicht. Verwaltung, das können wir dann nochmal bei Gelegenheit platzieren. So, dann. Setzen wir mal ein bisschen Industrie. Welchen Tool hier? So. Gewerbe, Gewerbe. Ich will ja nicht zu hoch bauen. Das passt nicht so richtig in die ins Bild, wenn ich hier so viele also hohe Gebäude entstehen. So, der Wind strömt nach oben. Das heißt, das stört uns hier nicht. Dann haben wir hier noch Möglichkeiten, auch Industrie zu platzieren. Mal
13. Das Grundwasser betrifft uns nicht. So, und hier das Gelände. Da platzieren wir mal lieber nichts. So, Gewerbe, Büros sind komplett weg. Machen wir auf 6%, dann kommt es wahrscheinlich wieder, denke ich mal. Industriebedarf ist weiter hoch. Okay. So, dann können wir hier nochmal wieder ein bisschen glätten. Bäume pflanzen. Hoch. Moment mal. Was ist denn hier? Ah, da haben wir ein Problem. Also, hier ist ein Engpass. Guck mal die Stromansicht an. Hier ist ein Engpass. Dann checken wir mal kurz das Dienstleistungsangebot beim Strom. 66%. Wir produzieren mehr. Exportieren 40 Megawatt. Das ist in Ordnung. Aber hier... hoch. Was ist denn hier mit der Autobahn passiert? Die Autobahn ist weg. Die A3 hat ein Problem. Also, das finde ich irgendwie komisch. Hier die Bindung ist weg. Ja, das ist das Problem. Deswegen haben wir das Problem hier. Ist das Kraftpoint passiert, dass ich hier was abgerissen habe? Nein, das kann ja gar nicht sein. Also, ist denn irgendeine Naturkatastrophe, die da passiert ist? Das wäre wirklich ärgerlich. So, dann gucken wir mal, dass wir hier einigermaßen das gut entlang ziehen. So, das ist das Erste. Dann haben wir hier die Ausfahrt. Das ist doch, das war wieder fertige. Jetzt gucken, das war dieser fertige Bogen, ne? So, den müssen wir erstmal reparieren. Ja, das ist ja nervig. Da muss ich sagen, das gefällt mir jetzt aber mal. So, dann müssen wir von hier aus kommend. Also ungefähr hier. Hier ran, dann müssen wir hier die Richtung tauschen. Wir brauchen hier eine dreispurige Abbiegespur. So, naja, das hier nach und nach wieder reparieren. Nervt mich jetzt irgendwie. Einspurig. So, da haben wir das. Dann ist jetzt hier. Da haben wir das gemacht. Diese Verbindung. Zweispurig, ich hatte mal gesagt.
So. 180. Hier anschließen. Und dann Autobahn zweispurig. Einmal hier ran. Einmal hier ran und die Richtung drehen. Und dann können wir hier vielleicht auch einen Kreisverkehr reinsetzen. Klein zumindest. Zu nah dran. Okay. So, das Umspannwerk ist wieder angeschlossen. Das war auch hier so. Hier fehlt aber auch einiges. Wegfindung fehlgeschlagen, ja klar, weil hier die Verbindung hier runter fehlt. So, was haben wir jetzt hier? Da ist die Herrenstraße, alles klar. So, jetzt hier am Gaskraftwerk. Nee, das war ja hier auch geradeaus durchgezogen. Also 90 Grad, zack. Okay. Das ist ja auch abgerissen. Das ist ja hier alles. Die ganze Verbindung hier ist ja weg. Ja. Das reparieren wir nochmal eben schnell hier rüber. Und ich glaube, dann machen wir das hier auch selber neu. Was ist denn da passiert? Das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, aber das will ich zum einmal reparieren. Ja, ich weiß, dass wir Blackouts observen hier, Radiomoderatoren. Das stelle ich wohl gerade selber fest. So, die Verbindung ist da. Das ist da. Das ist noch da. Jetzt fehlt noch dieses hier und dann haben wir es eigentlich schon wieder repariert. Autobahn geradeaus. Na, brauchen wir, glaube ich, hier noch etwas gebogene. Na, müssen wir etwas näher hier ran. So, können wir, glaube ich, den Anschluss schon wagen. Dann gucken, in die Richtung haben wir alles. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Verbindung hier rein. Also das variieren wir. Hilfslinien, doch. Jawohl. Wir gehen hier gerade raus bis hier. Wir machen sie hier dreispurig.
dann hier in einer schönen Kurve. So. 40 A3. Wir lassen mal laufen und gucken, was jetzt passiert. So, hier ist die Verbindung wieder da, hier ist die Verbindung da. Das Müllproblem da unten kennen wir. Das funktioniert noch, der Kohletransport. So. Hat sich auch irgendwas bei dem Nahverkehr verabschiedet. Wir warten mal, vielleicht repariert sich das von selber. Die Straße muss hier nochmal mehrspurig werden. Ein bisschen verschieben. Das wollte ich nicht. Ich möchte dich abreißen. Dann kann ich mich diese Herrenstraße hier erweitern. Ich kann hier den Kreisel hinsetzen, den ich gerade haben wollte. Und dann kommt hier nochmal das Umspannwerk hin. So. Anschluss hier. Anschluss da. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles repariert. Verbindungen sehen gut aus. Ich fliege noch mal einmal rum und werde dann zack den Flugmodus aktivieren. Denn ich denke, an dieser Stelle werde ich jetzt den Stream erstmal beenden. Wir haben jetzt hier die Reparaturen gemacht, hier mit dem Hochmosel. Hochmosel war schon Hochruhübergang. Das sieht doch gut aus hier mit Hülz, mit Styrum. Da brauchen wir noch ein Gebiet. Oder das ergänze ich jetzt einfach hier. Das ziehen wir hier noch mal. Das gehört hier noch zum Malen. Da machen wir kein großes Federlesen. So. Okay. Prima. Damit beenden wir diesen Stream für heute. Es geht dann wahrscheinlich, also nicht am morgigen Dienstag, sondern wahrscheinlich am Mittwoch weiter. Live auf Twitch. Und dann bauen wir da ein bisschen entlang der Ruhr. Wir müssen hier nochmal den Hafen noch bauen. Ne? Und die U-Bahn brauchen wir auch noch. Ach, es ist so viel zu tun. Es ist so viel zu tun. Prima. Dann danke ich fürs Zuschauen des Streams. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.